Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. So manch langjährigen Zuschauer ist es aufgefallen, dass am letzten Samstag keine Bücherwoche online gegangen ist und ich einen Tag eingeschoben hatte, den ich vorgedreht hatte. Und ich habe auch ein paar sehr liebe Nachrichten über Instagram erhalten, was denn los wäre. Ja, mir war es leider nicht möglich, in der vorangegangenen Woche ein Video zu drehen. Es hatte zwei Gründe, auf die ich ja mehr oder weniger eingehen möchte. Zum einen hatte ich Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich. Von Sonntag auf Montag ist es mir wirklich wie so ein Messer in den Rücken gefahren, mitten in der Nacht. Und ich war dann Montag auch noch ganz normal so gefühlt einfach beim Arzt und habe dann eine Behandlung bekommen und die hat dann, sage ich mal, auch ab Mittwoch gut angeschlagen. Ich versuche jetzt nach einer Woche, in der ich arbeitsunfähig geschrieben war und wirklich viel an Übungen für den unteren Rücken gemacht habe, das auch beizubehalten. Also ich sage mal, die Rückenschmerzen sind soweit okay. Ab und an bei einer komischen Bewegung spüre ich es noch, aber es braucht natürlich einfach Zeit, bis sich so ein entzündeter Nerv im Grunde einfach entspannt und wieder in seinen Normalzustand dann kommt. Ich möchte jetzt in der Woche, in der ich wieder arbeite, auf jeden Fall auch daran festhalten, oftmals vom Sitzen aufzustehen, umherzulaufen, und habe mir da jetzt auch immer mal einen Timer gestellt und hoffe, dass wir das einfach in den Griff bekommen. Und denke, dass das nicht das größte Problem der Woche wäre. Ich glaube, ich hätte irgendwie mit den Rückenschmerzen vielleicht auch Donnerstag, Freitag das Video drehen können. Leider musste ich aber Montagabend meinen kleinen Rambo gehen lassen. Und er war ja schon ein bisschen krank. Ich hatte das ja mal im August ein bisschen thematisiert, auch was die Tabletteneinnahme und so ging. Und er ist jetzt letzten Endes nicht an dem gestorben, krank gewesen, an dem er erkrankt war. Und sind am Montagabend, also habe dann eben auch, nachdem mein Arzttermin sozusagen feststand, die Tierärztin angerufen und gesagt, wir müssen da heute kommen. Der hat jetzt auch in den letzten 3-4 Tagen unglaublich, fanden wir, an Gewicht verloren. Man kennt ja seine Katze, man beobachtet das. Ja, es ist nicht einfach, überhaupt nicht einfach, zum einen diese Entscheidung treffen zu müssen und jetzt schon ein zweites Mal. Aber wir sind trotzdem davon überzeugt, dass wenn man Leid vermeiden kann und man weiß ja einfach nicht, ob dieses Tierchen Schmerzen hat oder nicht, dass man dann eben einfach irgendwie auf sein Bauchgefühl hören muss. Und ich höre da sehr häufig drauf und es hat sich schon irgendwie richtig angefühlt, wenn auch sehr, sehr schwer. Nach wie vor fehlt einem was und Rambo war ja fast 11 Jahre bei uns, seitdem er klein war, 6 Wochen alt, und war ja im Grunde auch noch eine Handaufzucht, der alle 2 Stunden gefüttert werden wollte und bespielt und bespaßt, und ja, also er fehlt, keine Frage. Und das macht dieses Jahr einfach noch zu einem noch blöderen Jahr, als es eh schon ist. Ja, aber gut, das so ein bisschen zur Erklärung. Ich werde in den nächsten Wochen einfach nicht die Strahlkraft vermutlich haben, wie ich sie sonst habe. Ich weiß, ich mag diese Phrase nicht, es wird schon besser. Ja, es wird es, aber es wird eben anders besser. Und es ist eben danach nichts mehr so wie davor. Und das deprimierende, kalte, dunkle Wetter, ja, schlägt sich dementsprechend halt auch noch aufs Gemüt. Also ja, ich finde dennoch immer wieder Trost und Zerstreuung in Büchern und Filmen und Serien. Deswegen lässt sich hier durchaus was zu erzählen. Vor allem, weil die Woche davor ja auch noch eine ganz reguläre Woche war. Ich da eben einfach nur das Video nicht so drehen konnte, wie ich dann wollte. So viel zu den Erklärungen. So, wollen wir uns aber auf die Bücher der 2 Wochen jetzt konzentrieren. Ich habe schon viel zu lange gequatscht. Tut mir auch leid, aber ja, wir sind hier halt auch immer ein bisschen privat und trinken zusammen Tee. Von daher, glaube ich, war das jetzt auch mal ganz okay. Ich habe insgesamt, lasst mich kurz zählen, 7 Bücher gelesen. Wobei in der Woche, wo das passiert ist, tatsächlich mehr oder weniger nur 2 Hörbücher gehört wurden und das eine Buch noch zu Ende gebracht wurde. Lesen war per se sehr schwierig in dieser Woche, das muss ich ganz klar sagen. Aber Hörbuch hören ging tatsächlich sehr gut. Weil da einfach der Kopf, fand ich, irgendwie besser zur Ruhe gekommen ist und sich darauf irgendwie mehr fokussiert hat. Ursprünglich hat die erste Woche angefangen mit Northern Love, Teil 1, Hoch wie der Himmel von Julie Birkeland. Das habe ich als Hörbuch gehört.
Dann zusammen mit der lieben Anka habe ich ein Lächeln, sieht man auch im Dunkeln, von der lieben Adriana Popescu gelesen. Haben wir uns schön eingeteilt und zusammen genossen. Dann habe ich zusammen in einer Lovely Books Leserunde Away von Nick Jordan gelesen. Das ist eine junge Frau, die von London nach Australien trampt. Gehört habe ich dann noch von Richard David Brecht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Über den Sinn des Lebens lässt sich ja immer ein bisschen streiten, aber habe ich gehört. Dann gelesen, und das war dann auch das Buch, was ich in die blöde Woche einfach mitgenommen habe, und zwar Identität 1142, herausgegeben von Sebastian Fitzek. Das sind ja die Kurzkrimis aus der Quarantänezeit. Und gehört in der Woche habe ich dann die zwei Teile der Love is Reihe, ich glaube, die heißt auch so, von Katinka Engel. Zum einen ist es Love is Loud und Love is Bold. Ich glaube, der zweite Teil ist jetzt auch erst im Oktober erschienen. Und die beiden habe ich dann direkt hintereinander weggehört. Habe ich mir eine Serie angeschaut, über die ich sprechen möchte. Ich bin einer Filmreihe verfallen, wo ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass ich mir die tatsächlich komplett anschaue. Aber ja, mein Geist brauchte Zerstreuung. Dann habe ich noch was zum Leseklub zu erzählen. Und es gibt am Donnerstag den Quartals-Hangout mit der lieben Becky zum dritten Quartal. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Den haben wir verschoben. Eigentlich sollte der am 15. jetzt stattfinden. Aber da ich noch nicht wusste, wie es mir da so geht, und ist, glaube ich, ganz gut, dass wir den noch verschoben haben, machen wir den jetzt am 22. Und und jetzt alle Infos zu den Büchern natürlich wie immer in der Infobox. Ich packe euch auch die Links rein. Ihr findet da auch mein eigenes Büchlein und allerhand andere Informationen. Und schaut da gerne mal vorbei. Natürlich auch die Kanäle, zum Beispiel von der lieben Anka, mit der ich ja den Popescu gelesen habe. Und jetzt, denke ich, starten wir einfach mal mit dem ersten Buch, was mich die erste Woche sozusagen der beiden Wochen begleitet hat. Und zwar Northern Love, Hoch wie der Himmel, von Julie Birkland. Das ist der erste Teil einer Trilogie, glaube ich. Ja. Teil 2 erscheint dann auch schon Anfang November. Es geht in den drei Bänden um die Geschwister Christa, Alva und Espen, die in im Grunde dem zauberhaften Ort Lilleham am Fjord eine Arztpraxis haben. Die Reihe hat von der Aufmachung und auch vom Klappentext sehr an die Redwood-Reihe erinnert. Und aus dem Grund ist sie bei mir auch tatsächlich auf der Wunschliste gelandet, weil ich ja die Redwood-Reihe wirklich sehr, sehr schön fand. Also es gab sehr starke Bände, aber auch, ich glaube gerade, es war auch der dritte, der ein bisschen schwächer war. Aber dennoch fand ich das Feeling einfach super, super schön. Und ich mochte ja auch die Magnolien-Serie und Virgin River-Serie sehr gerne, die ja ein ähnliches Feeling hat, auch wie die Gilmore Girls. Geht ja alles in so eine Richtung. Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, wenn man so eine Idee aufgreift, wie hier eben eine Arztpraxis. Hier haben wir eben eine für Menschen, während ja bei Redwood es eine Tierarztpraxis war. Wenn sich manches einfach ähnelt, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil irgendwie Inspiration hat man immer. Das Schöne hier war halt, dass wir nicht in den USA sind, sondern in Norwegen, also in Lilleham. Und das fand ich tatsächlich einfach ein bisschen ein besonderes Setting. Die Sprecherin ist Judith Maute, kannte ich so gefühlt jetzt noch nicht, kann aber schon sagen, dass mir die Sprecherin gut gefallen hat. Also das kann man definitiv sagen, da ist nichts schlecht oder besonders gut hervorzuheben, sondern einfach eine solide Sprecherin. Und wir treffen jetzt im ersten Teil auf Annik, die mit ihrem Sohn von Deutschland nach Norwegen reist, um eben in dieser Arztpraxis zu arbeiten. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie mit Theo alleine. Und er macht es ihr mit seinem Schweigen seit dem Tod nicht sehr einfach. Die Überfahrt verläuft aber ganz gut. Sie hat in Deutschland irgendwo eben eine der Mitinhaber der Arztpraxis getroffen. Und die hat ihr das eben angeboten, hat sich da auch um eine Wohnung und ein Haus gekümmert und begrüßt sie dann eben auch in Lilleham. Und sie trifft dann am ersten Tag in der Arztpraxis auf Christa, der ihr neuer Chef ist und der scheinbar sehr, sehr schweigsam ist.
Was ja an seinem Stottern aber liegt, dass er sich dann immer erst so ängstlich ein bisschen zurückzieht und bevor er ja im Grunde hier negativ auffällt, sagt er eher weniger. Die beiden hatten sich auf der Fähre schon zufällig getroffen und es gibt aber ein Geheimnis, das Christa umgibt und Annik kommt so langsam ein bisschen dahinter und weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Die Annäherung der beiden erfolgt sehr langsam, was ich sehr schön finde. Das Geheimnis von Christa, was jetzt nicht unbedingt das Stottern betroffen hat, sondern etwas anderes, wird aber dennoch Thema zwischen den beiden und macht es beiden dann in der Findung auch nicht ganz so einfach. Und so ein bisschen diese Geschichte erleben wir. Ich muss ehrlich sagen, mir war klar, dass es Redwood wahrscheinlich sehr nahe kommt. Mir persönlich war es viel, viel, viel zu nah an Redwood. Das Setting ist zwar anders, aber mir war es auch ein bisschen zu wenig Norwegen, weswegen diese Geschichte hätte überall spielen können. Und es gibt eben viele kleine Details, die es in Redwood gab und die man hier jetzt im ersten Band findet. Also sei es jemand, der stottert, irgendwie ein Geheimnis hat, eine junge Frau, die verwitwet ist mit einem Kind, das erstmal anders erscheint als normale Kinder. Das sind so Themen, die da so ein bisschen zusammenkommen. Auch so die Chemie zwischen den Geschwistern, die die Arztpraxis haben und auch, dass jeder Band einen davon umfasst. Und also mir waren es definitiv zu viele Ähnlichkeiten. Die Charaktere waren sehr lebendig erschaffen, waren greifbar und fühlten sich wirklich sehr echt an. Also man hatte schon das Gefühl, dass das echte Charaktere sein könnten, denen das im Leben tatsächlich genauso passiert. Mit Annik bin ich nicht so richtig warm geworden, die erschien mir doch sehr blass und auch neben den Nebencharakteren war sie mir ein bisschen zu weit weg und auch ein bisschen unnachvollziehbar, wenn man ehrlich ist. Sie wirkte auch manchmal sehr unfrei und auch sehr kindisch. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir Erwachsenen müssen nicht immer erwachsen uns verhalten. Nein, das mache ich auch nicht. Ich bin auch durchaus manchmal sehr, sehr kindisch. Aber eine Frau, die Ärztin ist und ein Kind hat, von der erwarte ich, dass sie irgendwie eine gewisse Bildung hat und auch irgendwie mit ihren Beinen im Leben steht und auch Entscheidungen nicht leichtfertig trifft, weil sie ja definitiv die Verantwortung eines Kindes noch hat. Und dafür hat sie mir manchmal sehr merkwürdige Entscheidungen getroffen und sehr merkwürdige Dinge getan und gesagt, wo ich dachte, das passt manchmal für mich nicht überein. Und ich möchte da auch eigentlich gar kein Klischee oder so draus machen, aber mein Bild von einer Ärztin, die Mutter ist, ist einfach ein anderes. Und wenn ich mich in meinem bekannten Freundeskreis umsehe, dann ist das auch einfach anders. Deswegen hat das für mich manchmal im Kopf nicht zusammengepasst, was Annik ist und wie sie sich verhalten hat. Christa ist ein typisch männlicher Charakter, der sexy ist und auch mit seinem Stottern auch irgendwie ein Handicap hat. Liest man halt leider sehr, sehr häufig. Und das ist einfach was einen dann auch nicht mehr so richtig mitreißt und packt, weil man am Ende ja schon weiß, wo es irgendwie hingeht. Es ist sprachlich sehr locker erzählt. Trotz der manchmal sehr ernsten Themen fühlt man sich beim Hören wohl. Man hört aufmerksam zu, man ist da mit dabei und es ist eher so, wie wenn einem jemand diese Geschichte eben im wahrsten Sinne erzählt, als wäre sie wirklich passiert. Die Umgebung von Norwegen wurde am Anfang noch sehr bildhaft und schön erzählt, aber es wurde dann gefühlt immer weniger und diese Bildgewalt hat dann auch ein bisschen aufgehört. Und das fand ich schade, weil ich natürlich gerade zu diesem Buch gegriffen habe, um eben mal ein anderes Setting zu erleben. Und es hätte dann dadurch eben einfach überall sein können. Spannung wurde ganz gut aufgebaut. Es gibt viele Wendungen und Entscheidungen, die zum einen gut gelungen waren, zum anderen aber auch sehr überzogen waren und eben auch durch die Gedanken von Annik nicht immer ganz glaubhaft für mich waren. Ja, ich werde die Reihe nicht weiter verfolgen. Ich fand es eine gute Geschichte, aber es war eben nichts, wo ich denke, mich würden jetzt eben die beiden anderen Geschichten auch noch interessieren oder ja, ich weiß nicht. Dazu gibt es einfach zu viele andere Bücher, die in eine ähnliche Richtung gehen, die auf meinem Sub sind oder auch auf der Wunschliste sind, die herauskommen, denen ich dann einfach eine Chance geben möchte. Es war okay, mehr aber leider tatsächlich auch nicht. Ich glaube, wenn man vielleicht noch nichts in diese Richtung gelesen hat, kann das ein ganz guter Einstieg sein in dieses Wohlfühl-Romance, aber es ist definitiv kein Must-Read. Sehr schade.
Zusammen mit der lieben Anka habe ich dann Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln von der lieben Adriana Popescu gelesen. Wer schon länger auf meinem Kanal unterwegs ist, weiß, dass ich glaube, bis auf ein Buch alle Bücher von Adriana gelesen habe. Und das eine Buch liegt auch schon im Regal. Und ja, Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln ist ihr neuestes Jugendbuch, auf das ich mich schon sehr, sehr gefreut hatte, nachdem der Titel bekannt wurde. Ich bin ein großer Fan auch ihrer Jugendbücher und mag es, wie sie ernste Themen angeht und das aber trotzdem irgendwie so locker und hoffnungsvoll verpackt. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, mit der lieben Anka ein Buch zu lesen. Es war unser gemeinsames Buchdebüt sozusagen. Wir haben das erste Mal zusammen ein Buch gelesen, waren darüber dann auch doch recht überrascht, weil wir uns ja schon sehr lange eigentlich auf YouTube kennen und unsere Videos auch kennen und auch so sporadisch immer ein bisschen Kontakt hatten. Und jetzt haben wir endlich ein Buch zusammen gelesen und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn das Buch, finde ich, eignet sich sehr gut, um es gemeinsam zu lesen, weil es da sehr viel Gedanken zum Austausch gibt. Und ja, wir treffen hier auf drei Jugendliche. Zum einen auf Samuel, der aus der JVA entlassen wird und in eine neue Schule kommt. Dort trifft er auf Marie, die ihm einen Bleistift leiht und die selbst auf der gleichen Schule ist, im Abschlussjahrgang wie ihr Bruder Theo, dem etwas sehr Schlimmes passiert ist. Und bevor er sehr viel Angst hat, sehr viel Panikattacken hat. Und die drei treffen des Öfteren aufeinander. Und bei Samuel ist es so, dass eben auch ein Umzug zu seiner Mutter stattgefunden hat, weil er eben in den Kreisen, in denen er vorher verkehrt hat, da sich auf jeden Fall raushalten soll und eben möglichst nicht mehr dahin zurück soll. Marie fühlt sich so ein bisschen nicht gesehen in ihrer Familie, weil sich eben alles auf Theo und seine Probleme beschränkt. Und auch wenn sie für ihren kleinen Bruder oder jüngeren großen Bruder immer da ist, merkt sie ihm doch, dass sie da so ein bisschen unsichtbar ist. Und bei Theo erleben wir eben wirklich, was Angst mit einem macht, was Mobbing mit einem macht, denn er hat hier einen Mitschüler, der ihn wirklich unter aller Kanone behandelt und Samuel da aber ein bisschen helfend mit eingreift. Und wir haben hier ein Dreiergespann, das sehr ungewöhnlich scheint, das vom Gefühl auch erstmal sagen würde, wie kann das so alles in einer Geschichte verwoben werden? Wie können im Grunde zwei größere Problemfälle da Platz haben? Das hat es definitiv. Also Adriana schafft es, im Grunde diese feine jugendliche Liebesgeschichte mit dem Knistern von Samuel und Marie, mit den Hintergrundthemen sehr, sehr gut zu verweben. Keine Geschichte besonders nach vorne zu heben, sondern eben wirklich allen den Platz zu geben, den sie brauchen und somit wirklich ein Highlight zu schaffen. Und für mich war dieses Buch definitiv eins, was mich sehr berührt hat, was mich emotional sehr aufgewühlt hat, was in mir viele Gedanken losgetreten hat, wieder mich sehr dankbar gemacht hat, dass meine Jugend nicht von Mobbing und Gewalt beherrscht war, dass das in meiner Schule gefühlt kein Thema war oder in meinem Jahrgang, in meiner Klasse, dass man kein klassisches Mobbing-Opfer hatte oder auch keins war, dass man das auch tatsächlich nicht irgendwie mitbekommen hat. Das ist schon wirklich harter Tobak. Also ich habe das ja schon bei Tote Mädchen lügen nicht immer gesagt, dass es das eben einfach so gibt. Es gibt Mobbing dieser Art, es gibt Kinder, die Angst haben, in die Schule zu gehen und wie da die Hintergründe abläufen, wenn Leute wegschauen, ist glaube ich gerade auch kein gutes Buch, um darüber zu sprechen. Aber Adriana schafft es mit ihrer Sprache, die sich anfühlt wie aus dem Leben gegriffen und trotzdem immer so ganz besonders poetisch ist, aber nicht drüber ist, aber einen so einzufangen, die Charaktere sehr schnell nahe zu bringen, das Miteinander einen näher zu bringen. Und natürlich gibt es auch Dinge, über die man sich aufregt. Die Eltern, die Mitschüler, die wegschauen, die Lehrer, die es ignorieren, was da für Hintergründe, Dinge passieren und wo man sich denkt, wie bescheuert sind die eigentlich alle? Aber natürlich weiß man selbst auch nicht, ob man es anders machen würde. Ich würde mir wünschen, dass wenn Kinder, Jugendliche das lesen und Mobbing beobachten,
dass sie sich da in Theo irgendwie hineinversetzen können und in den Mitschüler, in denen der gemobbt wird, und hinschauen und helfen. Und natürlich wird vermutlich niemand, der mobbt, zu einem Buch von Adriana greifen. Das würde ich jetzt fast mal ausschließen. Aber ich glaube, die, die eben sowas beobachten, die lesen das. Und ich hoffe, dass sie sich ein Vorbild irgendwie nehmen und erkennen, wie schlimm Mobbing ist, wie schlimm es ist, wenn einer ja im Grunde wirklich gequält wird, und einfach eingreifen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass sie vielleicht körperlich dazwischen gehen, aber einfach die Erwachsenen vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Und das ist nicht nur im Kinder-Jugendalter ein Problem, es gibt es ja durchaus auch in älteren Jahrgängen, oder dass man eben irgendwo sieht, dass da jemand Schwächeres ja im Grunde belästigt wird, dass man da einfach eingreift. Und ja, ich hoffe, dass das ein Buch so eine Wirkung haben kann und einen dann vielleicht auch im richtigen Moment jugendlich macht, mutig macht. Und das Buch ist aber nichts, was jetzt hier so komplett in die Schwere geht, sondern es hat wunderbar leichte, lockere Momente, die einen sehr begeistern. Und man merkt bei den Büchern von Adriana immer ihre Liebe zu Filmen, Serien, man merkt ihre Liebe zu Harry Potter, zu Herr der Ringe, zu Star Wars, zu Game of Thrones, zu Sherlock. Da sind so viele kleine Dinge mitgespickt, vor allem wenn dann von weißen Wanderern die Rede ist. Oder im Grunde etwas, was jemanden Hoffnung gibt und einen Funken gibt und man an einen Patronus denkt. Und ich habe einige Markierungen in dem Buch vorgenommen. Also ein Buch gespickt mit wunderschönen Gedanken, mit wunderschönen Worten, Sätzen. Und ein Buch, das mir auch emotional sehr gut gefallen hat, was mich berührt hat, was mich hoffnungsvoll auch irgendwie zurücklässt. Und ich es wieder als Highlight-Buch einfach ganz, ganz großartig fand und mich definitiv auf die nächsten Bücher von der lieben Adriana freue. Dann bin ich bei Lovely Books über ein Buch gestolpert, nämlich Away von Nick Jordan. Hier einmal sieht man sie auch vorne drauf. Darüber bin ich gestolpert, und ich mag ja Reiseabenteuergeschichten sehr gerne, und besonders wenn sie so ein bisschen anders sind, also wenn Leute nicht sich einfach in den Flieger setzen, sondern im Fall von Nick Jordan trampt sie von London nach Australien, und das wirklich zu großen, großen Strecken. Hatte ich gewonnen bei der Leserunde, ist dann jetzt auch mit Austausch natürlich in dieser gelesen. Wir treffen hier eben auf Nick Jordan, die ihre Geschichte erzählt. Sie ist Ende der 80er Jahre geboren und hat eben zum Zeitpunkt, als die Geschichte, ihre Geschichte, ihre Reise startet, in London gewohnt. Ursprünglich kommt sie aber aus München, und 2016 spürt sie dann irgendwie wieder eine innere Unruhe, die sie des Öfteren kennt, und merkt, dass sie nicht mehr in London sein möchte, dass sie sich auf den Weg machen muss. Und sie fasst einen Plan, eben eine Weltreise zu machen, um möglichst wenig Geld auszugeben dabei. Und deswegen möchte sie eben trampen, und das im Grunde bis nach Australien. Es gelingt ihr auch relativ gut. Man kann die Strecke hier drin auch gut mitverfolgen. Und Nick Jordan erzählt uns eben ihr Reiseabenteuer. Sie erzählt uns von den vielen Begegnungen, den Orten, von ihren Gedanken, von den Menschen, die sie trifft. Es ist eine Reise, die man wohl tatsächlich sehr selten in dieser Art erzählt bekommt. Denn ich glaube, ich habe das eher sehr wenig in anderen Reportagen oder so gelesen, dass jemand wirklich versucht zu trampen. Alleine diese Idee, als Frau allein durch verschiedenste Länder zu trampen, fand ich unglaublich mutig, sich das wirklich zu trauen. Also ich wüsste nicht, ob ich so viel Mut hätte, bei Fremden wirklich so ins Auto zu steigen. Und das war schon etwas, wo ich fasziniert war von ihren Gedanken, von ihrem Antrieb und von diesem Weg eben zu gehen. Wir erfahren auch sehr viele Hintergründe, warum sie das macht, warum sie es auswählt, wie sie sich da am Anfang fühlt, wie sie sich irgendwie vorbereitet. Und das fand ich tatsächlich super spannend erzählt. Überhaupt ist die Reise sehr, sehr gut erzählt worden von ihr. Wir haben wirklich sehr viel gespickt an Infos über die Stadt, das Land, über die Menschen. Wir erfahren natürlich auch durch die Begegnungen, die Nick hat, viel über das ursprüngliche Land, wie man es vielleicht auch als Tourist gar nicht so erleben kann. Sie macht ja viel Couchsurfing und lässt sich dann eben durchaus auch von ihren Gastgebern die Stadt zeigen, und das hat natürlich einen ganz besonderen Flair. Sprachlich ist es sehr leicht, es ist sehr flüssig,
Und man kann da wirklich gut mitgehen, man kann viel nachvollziehen, man kann auch immer mal nebenbei sich so ein bisschen was im Internet ansehen, wenn man irgendwie ein Bild vor Augen haben möchte, was sie uns erzählt. Es sind auch ein paar Bilder im Innenteil. Das Ende ist tatsächlich so der eine Kritikpunkt, der unglaublich schnell gekommen ist. Also das letzte Fünftel in der Geschichte war super schnell erzählt. Man hat kaum mehr Begegnungen erzählt bekommen oder wie es dann weiterging und zack waren wir irgendwie in Australien. Der Grund dafür hatte mir Nick Jordan in der Lesegruppe auch so ein bisschen erklärt, denn es war eben auch für sie einfach ein sehr schneller Reiseabschnitt, wo nicht mehr viel Zeit war und eben wirklich alles schnell gegangen ist und sie auch einfach das Gefühl hatte, dass die Geschichte jetzt auserzählt ist und dass sie eben am Anfang sehr ausführlich erzählt hat, war das Ende dann einfach zu kurz. Das ist tatsächlich so mein Kritikpunkt, was ich super schade fand. Denn gerade als sie dann in Asien ankommt, also wenn wir dann über Bali sprechen, Thailand sprechen, Kuala Lumpur und natürlich auch Australien, da hätten mich natürlich auch die Länder sehr interessiert und genauso interessiert, wie wenn wir an Finnland denken, an Russland denken und so weiter. Zudem muss ich sagen, fand ich Nick Jordan an mancher Stelle auch ein bisschen naiv. So mutig ich sie fand, so naiv fand ich sie an anderer Stelle, weil ich immer mal dachte, wieso bist du so überhaupt nicht vorbereitet? Auch wenn ich durchaus mir vorstellen kann, planlos mal umherzureisen, würde ich aber schon, bevor ich in dieses Land reise, mir mal einen Tag vorher 2-3 Gedanken dazu machen. Das hat es manchmal ein bisschen oberflächlich gemacht und das fand ich schade, denn das hat das Buch eigentlich gar nicht gebraucht, denn es ja, war an und für sich eigentlich sehr tiefgründig, auch ihre Gedanken. Aber alles in allem ein wunderbares Buch, was mir sehr viel Lesespaß gebracht hat, was mir die Länder näher gebracht hat, die Menschen dort. Und eben auch die Denkweise von Nick Jordan, wenn eben auch einfach mit 2-3 Kritikpunkten, sodass ich sagen würde, es ist jetzt kein Highlight-Buch, aber durchaus, ich sage jetzt mal, ein solides 4-Sterne-Buch, was mich sehr gut unterhalten hat und eben auch einfach mal ein anderer Reisebericht war. Dann das neue Buch von Richard David Precht, habe ich gehört, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Hier muss man sagen, dass das ein Hörbuch ist, das gar nicht von der Dauer irgendwie lange gewesen wäre, wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, in der Infobox seht ihr auch, welches Buch mir zur Verfügung gestellt wurde vom Verlag. Schaut da also gerne mal rein. Ein Buch von, ja, also das neue Buch von Richard David Precht. Ich habe schon 2-3 Bücher des Autors gelesen und mag seine philosophischen Ansätze immer sehr gerne. Ich habe aber hier auch von ihm Highlight-Bücher, aber auch Bücher, wo ich dachte, naja, ha, das ist schon ein bisschen, ja. Ich habe mich hier für das Hörbuch entschieden. Ich glaube, ich habe ein anderes Buch auch schon von ihm gehört und er vertont die ja auch selbst und das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Also ich lausche ihm auch sehr gerne in Interviews und Dokumentationen und Ähnlichem und da fand ich dann das beim Hörbuch eben auch sehr passend. Ich muss sagen, ich tue mir ein bisschen schwer bei der Zusammenfassung des Gehörten. Deswegen habe ich jetzt mir auch mal den Klappentext mit zur Hand genommen, weil ich es wirklich schwierig finde zu sagen, was wollte mir das Buch eigentlich sagen. Und das ist tatsächlich gefühlt auch schon meine Meinung. Während die drohende Klimakatastrophe und der enorme Ressourcenverbrauch der Menschheit den Planeten zerstört, machen sich Informatiker und Ingenieure daran, die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz voranzutreiben, die all das können soll, was wir Menschen auch können, nur vielfach optimierter. Ausgehend von völlig falschen Annahmen soll den Maschinen sogar eine menschenähnliche Moral einprogrammiert werden. Und das ist so auch ein bisschen das Thema. Also es geht um künstliche Intelligenz, das habe ich ja dem Titel schon entnommen. Und was macht dann das Leben im Grunde auch lebenswert und sinnvoll? Ja, Precht versucht so ein bisschen nach vorne zu schauen und man hat das Gefühl, er versucht immer wieder auch objektiv auf das Thema einzugehen. Meiner Meinung nach gelingt ihm das aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er hält die Menschen irgendwie für perfekt und dann ist er der Meinung, dass wir eigentlich gar keine künstliche Intelligenz bzw. Maschinen brauchen, weil so etwas Tolles wie den Menschen kann es gar nicht geben. Und auch wenn ich jetzt überhaupt kein Fan vielleicht von künstlichen Intelligenzen oder autonomen Dingen bin, muss ich sagen, der Mensch ist nicht perfekt. Und auch die Gedanken dazu, wie er dazu kommt, fand ich total abstrus und weit weg. Zudem habe ich selten so viel Pessimismus in einem Buch gefunden und so viel Negativität, dass ich mir manchmal dachte,
vielleicht sollten wir uns einfach alle direkt die Kugel geben. Ich fand das ganz, ganz schlimm, das muss ich ehrlich sagen. Also wahrscheinlich sollten wir nach diesem Werk alle das Hoffen aufgeben und auch alles andere. Ich fand das so anstrengend. Also wie diese Negativität von Brecht so durch Sätze und Beispiele uns dargelegt wurden und ich mir dachte, ja, ich fand das wirklich sehr anstrengend, dieses Negative und auch wirklich diesen Pessimismus, obwohl wir ja alle so perfekt sind. Also das, ja, ich fand es sprachlich okay, also ich kann Brecht gut folgen. Ich glaube, was auch einfach daran liegt, dass ich schon ein paar Bücher von ihm kenne. An mancher Stelle war es mir zu theoretisch und auch zu wissenschaftlich, wo ich mir dachte, wo kommt das denn jetzt her? Ich fand es sehr merkwürdig. Also ich fand es ein sehr merkwürdiges Werk und ich habe immer mal überlegt, ach, hörst du jetzt einfach auf, es zu hören? Dachte mir aber, irgendwann muss doch mal, also es muss doch auch mal irgendwann um die Sinnhaftigkeit des Lebens gehen. Und auch wenn ich jetzt niemanden brauche, der mir sagt, dass das Leben sinnvoll ist und nach der einen Woche würde ich jetzt auch sagen, wo ist der Sinn? Oder, aber ich bin überhaupt kein Pessimist. Von daher bin ich der geborenste Optimist und der immer wieder daran arbeitet, dass es so bleibt. Ich fand es irgendwie schräg. Also ich fand es sehr skurril, sehr merkwürdig. Alleine wie er die Menschen da auf die oberste Stufe hebt, obwohl wir so viele Fehler machen und das auch in Ordnung ist, ne? Jeder Fehler ist da, um gemacht zu werden. Nein, also ich kann es nicht empfehlen. Es gibt definitiv andere Werke von Brecht, die mehr auch in mir ausgelöst haben, als irgendwie den Kopf schütteln. Weil das hatte ich tatsächlich. Man sieht es wahrscheinlich auch immer noch. Es ist, man sitzt so da und denkt sich, was habe ich da eigentlich Komisches gehört? Und nicht komisch im Sinne von lustig. Also leider gar keine Empfehlung von mir. Dann kommen wir zu einem, ja, ich würde jetzt sagen Charity-Buch, ein Charity-Projekt, das von Sebastian Fitzek herausgegeben wird, und zwar Identität 1142. Sebastian Fitzek hat hier während des Lockdowns im März, April in einer Instagram-Aktion dazu aufgerufen, zusammen eine Geschichte oder Geschichten zu schreiben. Und es begann, glaube ich, mit gewissen Vorgaben, wo eben vorgegeben wurde, was diese Geschichten beinhalten. Und es ging ja irgendwie los mit einem Handy, das man findet. Und auf diesem Handy hat man Bilder von sich selbst entdeckt. Dazu hat die Hauptfigur ein dunkles Geheimnis und das Handlungsmotiv des Gegners ist Rache. Und unter dem dunklen Geheimnis leidet der Gegner noch heute. Und es soll da eben ein bisschen um Identität gehen. Und dann wurde da miteinander geschrieben und insgesamt sind eben 1142 Geschichten eingegangen, die von unglaublich vielen Menschen, ich weiß gar nicht, ob das Fitzek in seinem Vorwort erzählt, gelesen wurde. Es haben 30 Lektorinnen und Lektoren wurde aufgestockt, das zu lesen. Zudem gibt es eben auch Autoren, die Autoren dann mitgearbeitet haben. Man hat sich dann für 13 Geschichten der Teilnehmer entschieden und 10 Geschichten von ich sag jetzt mal schon bekannten Autoren wie Charlotte Link, Arno Strobel, Andreas Gruber, Ursula Ponstanski, Doris Jansen, Ivar Leon Menger, Roman Hocke und auch Fitzek, genau, durften lesen und bewerten. Und und so ist sind diese 23 Kurzgeschichten entstanden. Es ist ein Charity-Projekt, weil alle möglichen auf ihre Gage verzichtet haben. Und sämtliche Gewinne aus dem Verkauf dieses Bandes kommen über das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels dem Buchhandel zugute. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Neben den jetzt genannten Autoren haben wir auch noch Geschichten von Klisch, von Romy Hausmann. Ich habe noch irgendwen vergessen, Frank Schätzing, Michael Zokos ist dabei. Genau, also so teilt sich das auch. Und eine der unbekannten Schreiberinnen ist zum Beispiel auch Annika Bühnemann, für die ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass sie jetzt hier in dieser Sammlung enthalten ist. Sie selbst arbeitet ja an ihrem Debüt-Thriller. Ich kenne ja von ihr selbst, glaube ich, nur 2 Liebesgeschichten und bin sehr gespannt auf ihr Thriller-Roman und habe mich sehr gefreut, hier schon einen Einblick zu bekommen. Und von den 23 Geschichten sind eben 13 Geschichten, die sich wirklich um dieses Handy kümmern, um diese Rache, um diese Identität. Und da merkt man, dass man zwar schon gewisse Vorgaben hat, aber natürlich jeder Kopf eine andere Geschichte daraus schreibt.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und die 10 Geschichten von den bekannten Autoren hatte dann auch schon etwas mit Identität zu tun, haben aber einen anderen Rahmen sozusagen oder auch eine andere Geschichte. Insgesamt gab es für mich 3 Highlight-Geschichten, die ich mit 5 Sterne versehen habe. Also ich habe gewonnen, auch eben meine Sterne vergeben im Inhaltsverzeichnis. Es waren im Grunde jetzt 3 Geschichten. Zum einen die Geschichte von Annika Bühnemann. Ich fand die von Vincent Cliche überragend gut. Und auch die von Wulf Dorn, einem Autor, von dem ich, glaube ich, noch gar nichts gelesen habe. Dessen Namen ich mir jetzt aber mal merke und mir vielleicht tatsächlich mal einen Thriller hole. Und von Cliche habe ich ja die beiden Aures-Geschichten gelesen oder gehört, die er mit Fitzek geschrieben hat oder nach einer Idee von Fitzek. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas von Cliche gelesen hatte. Aber das, also den seinen Stil, der gefällt mir wirklich unglaublich gut. Und ich glaube, dass ich mir von den beiden einfach mal irgendwie noch was holen möchte. Insgesamt ergibt im Grunde eine Sternezahl von 3,3, was einfach okay ist, denn es gab durchaus auch Geschichten, wo ich mir dachte, was war das jetzt? Also zum einen, wo sich keine Spannung aufgebaut hat, zu Brutalität, zu brutal war, zu viel. Ja, man muss eine Kurzgeschichte auch schreiben können, damit sie etwas auslöst. Und wenn man aus einer Geschichte genauso hervorgeht wie davor, ja, da gab es eben durchaus auch einige. Also ich glaube, ich habe keine Geschichte abgebrochen, ich habe sie alle gelesen, aber es gab eben auch einige so Ein-Sterne-Geschichten und das sind dann nicht nur unbedingt die Unbekannten, also es gibt durchaus auch die ein oder andere namhafte Autorin oder Autor, wo ich dachte, naja, das war irgendwie... Also es war gut, es gab ganz tolle Geschichten und wie gesagt von Cliche und... Dorn möchte ich unbedingt, glaube ich, tatsächlich mal eine echte Geschichte lesen. Und also ich glaube, das ist natürlich ein Werk, was man sich auch einfach kauft, weil man Kurzgeschichten gerne liest, weil man Unterschiedliches lesen möchte, viele verschiedene Stile mal kennenlernen möchte und natürlich auch einfach das Charity-Projekt dahinter ist. Und dementsprechend kann ich es empfehlen. Und ich glaube, dass auch jeder eine Geschichte anders sieht und bewertet. Vielleicht tatsächlich auch einfach meine eigene Stimmung in der zweiten Woche, in der ich das gelesen habe, wo noch 5, 6 Geschichten übrig waren, vielleicht dann auch ihr Übriges getan hat. Das weiß man nicht. Aber es war auf jeden Fall was ich trotz der Sorgen im Kopf ganz gut lesen konnte, weil es natürlich auch einfach eine Kurzgeschichte war. Aber ja, ich finde, alleine, dass man ein paar Highlight-Geschichten hatte, war es dann im Grunde einfach schon wert. Und ja, Cliche und Dorn jetzt auf jeden Fall mal auf meiner Leseliste. Und schauen wir einfach mal, ob da mal was bei mir einzieht. Dann habe ich in der Woche relativ schnell gemerkt, dass Lesen nicht so gut klappt und habe mir ein Hörbuch gegriffen, was, glaube ich, im September bei mir eingezogen ist, nämlich der erste Teil der Love Is-Reihe von Katinka Engel. Der erste Band ist hier Love Me Loud, der zweite Band ist dann Love Me Bold, den ich direkt im Anschluss gehört habe und der dritte Teil folgt dann im November und heißt, glaube ich, Love is Wild, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Autorin kennen wir aus der Finde mich-Reihe. Das waren im letzten Jahr die 3 Bücher, die vom Cover her dieses wunderbare Unendlichkeitszeichen hatten und die sich ja so ein bisschen um zweite Chancen auch gedreht hat und die mir überraschenderweise sehr gut gefallen haben, weil sie ja ein bisschen erwachsenere New Adult Bücher im Grunde waren. Und ich ja erst dachte, ach, von den Covern, das, was für mich ist. Und dann hatte mich aber der erste Band, ich glaube, ich habe den im Urlaub letzten Jahres gelesen, hat mir so gut gefallen und dass ich dann auch Band 2 und 3 gelesen habe. Und die Geschichte jetzt hier spielt in New Orleans und wir verfolgen die Bandmitglieder der Band After Hours und lernen die jetzt eben in diesen 3 Bänden kennen und ich habe dementsprechend natürlich schon in den ersten Geschichten in die Welt hinein im Grunde geschnuppert. Love is Loud, ich höre nur dich, ist Band 1 und wird gesprochen von Erik Borner und Sarah Kunert, denn wir haben hier auch einen Perspektivwechsel und dementsprechend wird das eben auch von 2 Leuten gesprochen, was ich immer sehr schön finde und was mich wirklich auch sehr gut dann abholt und unterhält. Und wir treffen hier auf die deutsche Franzi, die nach ihrem Studium ihr freiwilliges soziales Jahr in New Orleans macht. Denn sie denkt sich so, bevor sie dann in den Bürojob übergeht, will sie noch ein bisschen was erleben und das Leben genießen und auch so ein bisschen Abenteuer starten. Und dort soll sie oder will sie sich um den musikverrückten Hugo kümmern und mit ihm zusammen
entdeckt sie auf der Straße einen Musiker, dessen Stimme sie total in den Bann zieht. Und der Musiker ist Link und der lebt so ein bisschen sein Leben von einem Moment zum anderen und zeigt Franzi auch ein bisschen das bunte Leben der Musik von New Orleans. Und das zeigt er nicht nur Franzi, sondern natürlich auch uns. Und scheint sich dadurch auch ein bisschen die Zukunft von Franzi zu verändern, die ja eigentlich ihr Leben gerne schon vorausgeplant hat und gut getaktet hat und eigentlich weiß, was sie wollte. Aber mit Link kommt da ein bisschen Rhythmus in ihr Leben, der sie selbst überrascht. Wir haben hier zwei Perspektiven, die mir sehr gut gefallen haben und mich auch sehr gut in die Gedanken der beiden hineingezogen hat. Also es war sehr schön, den Gedanken zu folgen, hier auch die Geschichte auch von zwei Seiten zu sehen und eben so ein bisschen zu wissen, was der eine denkt und der andere und manchmal ja auch als Leser so einen kleinen Vorsprung zu haben. Link ist zum Glück nicht der klassische Bad Boy, das hätte mir, glaube ich, gar nicht gut gefallen, sondern eher ein sehr, sehr liebenswerter männlicher Charakter, dass man ja nicht immer unbedingt so trifft, sondern der sein Herz wirklich am rechten Fleck hat. Und auch Hugo war für mich ein absolutes Highlight und ich war sehr froh, ihn dann auch im zweiten Band wiederzusehen. Das ist so ein richtig großartiger Kauz, der toll gezeichnet ist und der immer auch so einen coolen Spruch, aber auch irgendwie so ein bisschen Weisheit auf der Zunge sozusagen liegen hat und uns davon erzählt. Großes, großes Highlight in dieser Geschichte ist New Orleans. Ein Ort, dem man ja immer mal so in Büchern begegnet und auch in Filmen und der auch hier wunderbar gezeichnet wurde, ganz toll beschrieben ist, eine Jazz-Musikkultur hat, die man förmlich hört und spürt und auch wenn mir in der Woche nicht ganz so nach normaler Musik war, habe ich doch so das ein oder andere Jazzstück oder die Jazz-Playlist dann auf Spotify mal laufen gelassen, um so ein bisschen Feeling zu bekommen. Und das tat tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also sowohl in meinem Kopf wie auch in meinem Herzen war das, glaube ich, eine ganz gute Wahl, dazu ein bisschen zu greifen. Der Start der Geschichte ist noch ein bisschen ruhig. Man kann so gut ankommen, man kann mitgehen und dann bricht aber die Geschichte irgendwann über einen herein und es sind dann auch Tränchen geflossen und kann natürlich an meiner eigenen Verfassung gelegen haben, aber es hat mich sehr berührt und das hat mir schon bei der vorangegangenen Trilogie von Cathinka Engel sehr gefallen, dass diese Gefühle nicht einfach künstlich erschaffen werden, sondern sie wirklich in einem wachsen. Und das hat sie hier auch ganz, ganz toll gemacht. Und sehr schön war für mich auch so ein bisschen der Gedanke, wie uns die Vergangenheit formt und auch prägt. Und dass wir eben das Ergebnis unserer Vergangenheit sind und nicht im Grunde zurückschauen sollten, wie der Rechenweg im Grunde funktioniert hat, sondern einfach das jetzt so anzunehmen, wie es ist und uns dessen aber bewusst zu sein sollen, dass ab jetzt ja alles für unser zukünftiges Ich auch die Vergangenheit ist und wir den Rechenweg jetzt im Grunde auch wieder vorgeben können. Also sehr, sehr schön. Was ich ein bisschen verwirrend fand, waren manchmal die Zeitsprünge. Ich weiß nicht, vielleicht ist das im Buch ein bisschen einfacher, wenn man es selbst liest. Beim Hören fand ich es manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. War das jetzt eine Woche, zwei Tage oder noch länger? Das hätte ich mir ein bisschen greifbarer, linearer vielleicht tatsächlich auch gewünscht. Die Liebesgeschichte war tatsächlich sehr berührend und schön. Es hätte tatsächlich aber noch ein bisschen kitschiger und ergreifender sein können. Aber alles in allem eine wunderbare, wunderschöne Geschichte, die eben besonders durch das bunte New Orleans, das Thema Musik, einfach ganz, ganz toll war, die mir so gut gefallen hat, dass ich, glaube ich, nach der Hälfte mir dann im Grunde auch gesagt hat, so, jetzt muss Band 2 auch unbedingt her und es dann im Anschluss auch direkt weitergegangen ist mit dem zweiten Band. Und der erste Band, wirkliche absolute Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen mit den zwei Kritikpunkten, also den Zeitsprüngen im Grunde so ein bisschen und auch, dass die Liebesgeschichte durchaus noch ein bisschen, ein bisschen mehr Kitsch hätte sie durchaus vertragen. Und das sagt tatsächlich ich, die ja eigentlich nicht der größte Kitsch-Fan ist, aber ich glaube, nur so ein bisschen mehr Gefühl hätte mir in der ersten Geschichte gut gefallen. Das erleben wir dann ja so ein bisschen mehr in der zweiten, aber Love is Loud, definitiv eine Empfehlung.
Bei Love is Bold, Du gibst mir Mut, haben wir auch wieder zwei Sprecher. Zum einen Caroline Mask von Oppen, der ich sehr, sehr gerne zuhöre. Von der habe ich schon einige Hörbücher gehört. Und die männliche Stimme übernimmt Bastian Korf. Und ich fand tatsächlich gut, dass dadurch, dass wir hier zwei andere Charaktere haben, wir auch zwei andere Stimmen haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist trotzdem eine weibliche und eine männliche Stimme, wie es auch die Perspektive ist. Aber dadurch, dass ich es hintereinander weggehört habe, fand ich es gut, hier einfach nochmal andere Geschichten im Grunde zu haben. Und bei Love is Bold kennen wir jetzt im Grunde schon das Setting, nämlich New Orleans. In der Geschichte geht es aber um Jasper und Bonnie. Beide kennen sich schon viele, viele Jahre und Bonnie ist schon seit Ewigkeiten in Jasper verliebt. Doch das ist sie nur sehr heimlich und auch unglücklich, denn Jasper war verheiratet und hat auch zwei Kinder. Allerdings ist er seit 4 Jahren verwitwet, denn Blythe, seine Frau, ist gestorben und hat ihn mit der 5-jährigen Maya und dem 8-jährigen Weston allein zurückgelassen. Und das ist etwas, woran Jasper doch sehr knabbert und auch nicht so ganz offen für Neues ist. Beide spielen in der gleichen Band. Und da ist es überhaupt nicht einfach, Distanz zu schaffen Dinge nicht miteinander zu teilen, denn da hat jeder irgendwie doch, ist da auch Teil des anderen. Und hier merkt man schon, dass eine ganz andere Thematik dahinter steckt, die, ich sage jetzt mal, in meiner Verfassung manchmal nicht ganz so gut gekommen ist, denn es geht im zweiten Band schon sehr um Trauerbewältigung und das war, glaube ich, ganz gut, weil es gerade zu mir auch gut gepasst hat und mir gezeigt hat, dass ich da nicht allein bin, aber was manchmal mich natürlich schon ganz schön emotional auch mitgerissen hat, das muss ich ganz klar sagen. Die Geschichte beginnt mit Rückblenden, sodass wir eben erfahren, was vor 4 Jahren passiert ist und ich fand das einen sehr guten Einstieg, weil er einen direkt, also einfach das Herz nimmt und mit reinzieht. Und das, finde ich, ist Katinka Engel super gut gelungen. Ich hatte so meine Probleme mit Bonnie, da sie sehr ungewöhnlich mit Erinnerungen umgegangen ist. Sie hat irgendwie schon ihre Ecken und Kanten und was sie jetzt nicht ganz zu einer klassischen Frauenfigur gemacht hat, aber sie wirkt dadurch natürlich sehr echt. Aber das mit den Erinnerungen fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber umso mehr war ich ein Fan von Jasper, der mich wirklich total abgeholt hat und für sich gewonnen hat. Das Buch ging mir sehr, sehr tief und auch sehr unter die Haut. Hat natürlich auch einfach irgendwie zu meiner eigenen Stimmung wahrscheinlich gepasst. Und ich fühlte mich da auch weniger allein. Und das klingt total merkwürdig. Aber ich fühlte mich da irgendwie verstanden und dass man eben mit Trauer auch einfach nie allein ist. Und im zweiten Teil rutscht New Orleans ein bisschen in den Hintergrund, was ich auf der einen Seite sehr schade fand, weil mir das im ersten Teil ja besonders gut gefallen hatte. Man hatte aber, dadurch, dass ich es direkt hintereinander gelesen habe, natürlich das alles noch präsent vor Augen. Von daher fand ich es nicht ganz schlimm. Aber hätte mir hier trotzdem mehr New Orleans gewünscht. Es ist sehr gefühlvoll, es ist sehr emotional, aber ohne extremen Kitsch, ohne zu gewollt zu wirken. Und ab und an gibt es dann auch ein Lächeln, was mir sehr gut getan hat und was ich wahrscheinlich auch einfach in dieser Woche gebraucht habe. Und beide Bände haben mir sehr, sehr gut gefallen, immer mit so 1-2 kleinen Kritikpunkten. Ich glaube, Band 2 war so ein Touch stärker, also würde ich Sterne vergeben. Im Grunde habe ich, glaube ich, auf Lovely Books beiden 4 Sterne gegeben, aber wahrscheinlich würde ich Love is Loud zu diese 3,5 geben und dementsprechend dann die 4 Sterne bei Love is Bold. Bin sehr gespannt auf den dritten Teil, der dann im November erscheint und freue mich da auch auf definitiv dann aufs Hören und bin gespannt, wie die Geschichte dann so im Ganzen ihren Abschluss finden wird. Ja, das waren soweit die Bücher der beiden Wochen. Ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen. Eigentlich durchgängig, bis auf das Buch von Brecht. Sehr gelungene Bücher, gute Unterhaltung und die mich definitiv auch so ein bisschen dann gerade in der zweiten Woche ablenken konnte. Solltet ihr es hier so ein bisschen krachen und knispern hören,
ist, dass mein Kamin, ja, der gerade ein bisschen laut ist, aber ich möchte es ja ein bisschen muckelig warm haben. Dann möchte ich sagen, dass wir am 22. Oktober mit The Woman in the Window im Leseklub beginnen. Solltet ihr das auf dem Sub haben und vielleicht Spaß dran haben, euch mit uns auszutauschen. Der Leseklub ist immer unten in der Infobox und nach der Sommerpause hatten wir ja eine Umfrage gestartet, mit welchem Genre wir im Oktober beginnen und ja, haben dann als Thriller zur Antwort bekommen und lesen The Woman in the Window, ein Buch, das ich schon ein Stückchen, glaube ich, auf dem Sub habe, mich aber jetzt freue, das im Leseklub zu lesen. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das man entweder liebt oder hasst. Ich bin sehr gespannt, zu welcher Kategorie ich gehöre. Und ich glaube, ihr könnt auch noch bis morgen oder bis heute, ich weiß gar nicht, ob die Umfrage, ich glaube, ging jetzt bis Samstag, für das Novemberbuch abstimmen. Ich glaube, es geht aber nur bis Samstag, wenn das heute der 17. ist, ich glaube schon. Und da wird dann, ist das Thema Fantasy im November. Also vielleicht ist das ja eher was für euch, wenn es nicht der Thriller ist. Aber ab 22. lesen wir The Woman in the Window. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwartet. Auch am 22. gibt es, wie vorhin schon gesagt, unseren Quartals-Hangout. Die liebe Becky und ich tauschen uns über das dritte Quartal aus. Und es ist eigentlich verrückt, dass es jetzt der letzte Quartals-Hangout in diesem Jahr sein wird, weil das vierte Quartal werden wir ja dann im Januar irgendwie besprechen. Und das ist irgendwie schon merkwürdig, dass wir jetzt im letzten Quartal des Jahres schon angekommen sind. Und ja, so ab 19.30 Uhr findet ihr Becky und mich wieder hier auf dem Kanal. Und ich freue mich schon sehr auf den Austausch und den Abend mit Becky und auch mit euch dann im Chat, wenn ihr Lust dazu habt. Habe ich ja schon gesagt, dass ich eine Serie geschaut habe, und zwar Emily in Paris. Die läuft neu, ich glaube irgendwie tatsächlich erst seit Anfang Oktober auf Netflix. Wir haben hier 8 Folgen in der ersten Staffel mit so circa 30 Minuten. Und der Macher Darren Star kennt man aus der Serie Sex and the City. Und dieses Gefühl hat man definitiv bei Emily in Paris auch. Also es ist schon so eine Mischung aus Sex and the City und Der Teufel trägt Prada und noch so das ein oder andere Chick-Lit-Buch, wenn man über Shopaholics spricht. Ja, denke ich, kommt man hier tatsächlich auch ganz gut dazu. Es ist mit Lily Collins, die ich definitiv gerne mag als Schauspielerin. Was mich hier aber unglaublich gestört hat an der Serie, sind diese Klischees. Also zum einen die typischen amerikanischen Klischees, wo Amerikaner, glaube ich, gar nicht wissen, dass wir so ein Klischeedenken haben. Also dass eine Amerikanerin aus Chicago einfach nach Paris geht, um dort zu arbeiten und nicht ein Wort Französisch spricht. Wobei, also ich glaube, ein Salut hat sie hinbekommen und ein Savoir, aber viel mehr auch nicht. Ist für mich einfach so total unrealistisch. Aber es ist definitiv so ein Klischee, was wahrscheinlich Amerikaner erfüllen, zu großen Teilen. Aber es ist, wie gesagt, eben auch nur ein Klischee. Andersrum fand ich es tatsächlich eine Spur heftiger, wie Franzosen dargestellt wurden. Wo ich dachte, also wenn Franzosen so ignorant und bösartig wären, ja, das fand ich sehr anstrengend. Es war aber, man muss es einfach sagen, unterhaltsam, es war leichte Kost, es war zum Teil sehr lustig, hat natürlich auch den ein oder anderen Komikmoment. Ein bisschen gestört hat mich, dass scheinbar Emily überhaupt niemanden in den USA hat, den sie mal anruft, keine beste Freundin, der sie ihr Leid klagt, wie schnell sie auf der einen Seite Freunde findet, auch Männer findet, aber auf der anderen Seite auch da nichts irgendwie so von Bestand ist. Also ich habe sehr gemischte Gefühle der Serie gegenüber, wie man merkt, aber es ist unterhaltsam. Man sollte sich wahrscheinlich einfach nicht zu viel hineindenken. Es ist einfach nur eine Serie, die unterhalten soll. Und das hat sie in den 8 Folgen definitiv auch gemacht. Und ja, ich freue mich tatsächlich auf eine zweite Staffel und hoffe, dass man ein bisschen weniger Klischees zeigt und ja, auch Emily vielleicht ein bisschen greifbarer macht. Ja, so ein bisschen. Wobei, was man auf jeden Fall sagen kann, ist die Attraktivität der Franzosen. Die wird, finde ich, in der Serie sehr gut rübergebracht. Und ich glaube, auch dieses Klischee, was wir da haben von dem Chic der Pariser, der ist definitiv spürbar. Und zudem sind wir eben auch einfach in Paris unterwegs und haben da natürlich ganz tolle Bilder. Also schaut da einfach mal rein. Es ist jetzt nichts Lebensveränderndes, aber definitiv was Unterhaltsames. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich über die nächste Sache auf Netflix, die ich geschaut habe, spreche. Und ich
werde versuchen, es nur kurz zu machen. Ich habe mir die Twilight Saga angesehen. Ja, und wer jetzt mit offenem Mund da sitzt, dem kann ich jetzt sagen, ja, so geht es mir irgendwie auch. Ich habe auch keine wirkliche Ausrede. Ich habe irgendwie zufällig entdeckt, oh, da gibt es ja Twilight. Und dann dachte ich mir, schau doch einfach mal rein, wie du das nach 10 Jahren so findest. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das tatsächlich 10 Jahre her ist, dass der letzte Teil erschienen ist im Kino. Ich war ja noch jemand, der bei den Büchern auch noch gewartet hat und auch bei den Filmen gewartet hat, bis er ins Kino ist. Und ich weiß, wie schrecklich ich den ersten Film fand. Dennoch, und ich traue es mich gar nicht zu sagen, hat sie mich irgendwie unterhalten. Und für ja, eine gewisse Ablenkung und Zerstreuung gesorgt. Ich glaube, so kann man es tatsächlich sagen. Ich würde es schon auf meinen Gemütszustand werfen, dass ich es wirklich bis zum Ende durchgehalten habe, weil es gibt schon sehr viele Dinge, die mich tierisch an dieser Geschichte aufregen, die mich an dem Bild, ja, zum einen an den Männer- und auch an dem Frauenbild aufregt und ich es unglaublich schade fand, wie oberflächlich man manches in den Filmen gemacht hat. Der erste Teil ist definitiv das Grottigste, glaube ich, was man in Filmen je gesehen hat. Und wie die beiden, also was das für eine toxische Beziehung ist und wie das gefeiert wird, da muss ich auch einfach als Mit-End-30-Jährige sagen, das kann ich nach wie vor nicht verstehen. Ich habe das schon bei den Büchern nicht verstanden. Spätestens bei der Hochzeitsnacht bin ich ja jemand gewesen, der total ausgeflippt ist, wie man jungen Frauen vermitteln kann, dass es in Ordnung ist, dass man da irgendwie zusammengeschlagen wird und das noch gut finden kann. Das war für mich ein absolutes No-Go in dieser Reihe, ganz zu schweigen davon, dass man ja nicht sich für die Unendlichkeit binden kann, ohne verheiratet zu sein. Das ist einfach so gefühlt am Thema vorbei, dass ich mir dachte, also ja, also das war für mich was ich auch schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren, als ich Bücher rauskam, überhaupt nicht verstanden habe, weil meine Welt schon immer anders getickt hat. Dennoch muss ich sagen, was ich ganz vergessen hatte, was diese Filme so gut gemacht hat, war der Soundtrack. Also ich habe ganz vergessen, wie toll der Soundtrack der 5 Filme ist, was da für Bands dabei sind. Alleine wenn man daran denkt, dass Muse, ich glaube, dadurch ja in Europa, Deutschland erst bekannt wurde. Und wir haben so viele Bands, die ich im Nachgang auch heute immer noch höre, dass ich dachte, das stimmt. Die kenne ich nur dank der Twilight Saga. Also der Soundtrack ist großes, großes Kino und das ist wirklich was ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Habe ich mir die 5 Filme angesehen und war dann doch auch überrascht, als so in Teil 3 für mich definitiv das Szenenbild und so besser wurde und ich dachte, ja, jetzt hat man endlich verstanden, dass man hier Blockbuster hat und da ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt hat. Und ja, auch einfach, ja, auch das Glitzern, abstrus, Vampire, die Glitzer, wie ist sie denn nur auf die, was hat sie denn da eingenommen, ich verstehe das nicht. Ich fand es jetzt tatsächlich auch unterhaltsam, ich habe den aber auch schon, keine Ahnung, 6-7 Jahre nicht mehr gesehen. Es gibt für mich keine Veranlassung, die Bücher zu rereaden, auch nicht den neuen Band zu lesen. Ich nehme es nicht zu ernst, das sollte man wahrscheinlich auch nicht tun. Nein, sollte man nicht tun. Dennoch sind das einfach Fragen, die ich mir in meinem Alter mittlerweile einfach stelle und es einfach, also auch nicht gutheißen kann, dass so ein Frauen-Männer-Bild gezeigt wird. Also das, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich finde es also ganz schlimm und ich hoffe sehr, dass das junge Frauen sich einfach nicht so zu Herzen nehmen und glauben, dass das die perfekte Beziehung ist, wenn der Mann die ganze Nacht in deinem Zimmer sitzt und dich anschaut, ohne dass du es weißt. Das finde ich auch sehr gruselig und das ist überhaupt nicht romantisch. Ja, das waren sie jetzt, meine 2 Wochen. Ist jetzt doch ein bisschen längeres Video geworden, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht habt ihr euch das ja auch einfach in 2 Schwupsen angesehen. Ich hoffe jetzt, dass es nur noch besser wird in dem Jahr. Ich glaube es irgendwie nicht, aber ja, das Jahr ist einfach ein sehr merkwürdiges Jahr. Ich glaube auch nicht, dass das nächste so viel besser wird, aber vielleicht zumindest, was so diese persönlichen Dinge angeht, wäre es ganz schön, wenn wir das so ein bisschen, wenn das in der Normalität irgendwann mal wieder zurückgeht. Aber gut, ja, jetzt habe ich noch eine Woche Arbeit vor mir, dann habe ich zum Glück auch eine Woche Urlaub, da freue ich mich einfach auch, so ein bisschen intuitiv wieder durch den Tag zu gehen und das war es jetzt von mir. Ich bin natürlich sehr neugierig, was ihr in den letzten Wochen gelesen habt, vielleicht auch geschaut habt. Lasst mir auch gerne eure Gedanken zu Emily in Paris hier oder zu Twilight Saga, wenn ihr Lust habt,
Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, auch vielleicht zu den Büchern, ob ihr da schon irgendwas gelesen habt, ob ihr beim Leseklubbuch dabei seid. Lasst uns da gerne ein bisschen quatschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.